Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. Vielen Dank, dass du da draußen wieder mit eingeschaltet hast und mit dabei bist. Und wir machen natürlich so wie immer mit direkt weiter, ne? Sind wir dann nicht erst hochgefahren? Ja, ne? Alles fertig, ne? Hatten wir hier alles fertig? Ich weiß es nicht. Yggdrasil-Riss. Da müssen wir noch hin. Und dann haben wir hier auch alles fertig. So geht's auch, ne? Zack. Wolf. Wir hatten doch diskutiert, wie das Manipulieren der Details einer Prophezeiung Gläubige ins Chaos stürzen kann. Damals, in meiner Heimat, war ich mit den Operationen eines gewissen heidnischen Hexenzirkels vertraut, der die Regierung destabilisieren wollte. Sie redeten einem einflussreichen und an sich treuen Lehnsmann ein, er würde selbst zum König aufsteigen. Sie fütterten ihn mit genug Details, die tatsächlich eintreten würden, und als dies dann geschah, sah der Lehnsmann es als Bestätigung. Und schon schreitet er selbst helfend zur Tat. Er ermordet seinen König, der unter seinem Dach schläft. Er tötet auch einstige Freunde, in der Überzeugung, sie würden sich gegen ihn stellen. Und um ihr Werk zu vollenden, besuchen die Hexen den Usurpator erneut. Mit nur ein paar trügerischen Details. Hatten sie den Narren überzeugt, er sei gegen alle Bedrohungen gefeit. Physische oder magische? Jawohl. Doch dem war nicht so. Es kam zu einem recht üppigen Blutbad, wie es nun mal so ist. Der Lehnsmann endet ohne Kopf und mit einem fluchbeladenen Namen, den niemand auszusprechen wagt. All das dank einer raffiniert trügerischen Prophezeiung. Halt. Wir machen später weiter. Na los. Das habe ich noch gar nicht sagen können. Mir hat deine Geschichte vom Lehnsmann und den Hexen gefallen. Irgendwann musst du die Geschichten wirklich aufschreiben, Mimir. Ja, ich versuche es. Mein Kiefer tut immer so schnell weh, aber danke. Wo fahren wir eigentlich gerade hin? Ein verlassenes Lager. Wer immer hier war, ist lange fort. Was ist das? Eine Liste von Zutaten für eine Mahlzeit. Ein Rezept? Wer hat das hier gelassen? Wir sollten uns die Zutaten ansehen. Vielleicht führt uns das Rezept zu ihnen.
guck an. Durch die Welten. Mhm. Das war's. Hier oben. Okay. Hier stehen Initialen. Dieselben wie in diesem Rezept. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine der Zutaten finden. Wo? Oh. Hier? Nein. Ah, ich wusste, ich kenne diese Initialen. Die Ballade von Yari und Somur. Yari und Somur? Eine alte Geschichte, aber eine gute. Das Zeichen zeigt, dass sie durch diese Welt kam. Wir könnten versuchen, die anderen zu finden, wenn ihr neugierig seid. Legendäre Waffen. Nein, sie sind Hilfsmittel. Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall die Herrscherin. Sie machte die Götter für den Tod ihrer Familie verantwortlich und rächt sich an allem, was in Reichweite ist. Sehr gut, selbst, ne? Ihr Tod konnte sie nicht stoppen. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen. Gerade ist es ja der das am besten wissen müsste. Für die Chaosflamme ihre. Ja gut, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja. The Wolf! Mimir, was weißt du noch über die Maske? Nur, dass sie Odins größte Leidenschaft im Leben war. Er hat Aiers brennenden Ozean überquert bis ins Herz der stillen Matrone, nur um sie zu finden. Es hat ihn seine ganze Mannschaft gekostet, aber wenn man ihm glauben darf, war sie all das Blut mehr als wert. Hmm.
Hinter dir, Vorsicht! Und den hier von uns. Kommen wir da rein? Jo. Seltsam, dass ich das hier vermisse. Wie das? Keine Ahnung. Dieser Ort war irgendwie verlässlich. Er erinnert mich an die Zeit, wo alles anders war. Alles verändert sich. Ja. Immer. Auch wenn du es nicht sehen kannst. Sehr gut gesagt. Gehen wir's an. Was? Wolltest du etwa nur klotzen? Ja. Schade, dass das Eis den Weltenreisetisch zerstört hat. Es ist nur ein Tisch. Ich weiß. Die Tore zum Weltenreisen benutzen zu können, ist viel bequemer. Aber irgendwie die Wurzeln des Baums wachsen zu sehen, die Blumen, die Welken und wieder wachsen. Das Licht der Kristalle, das war schon ein Anblick. Das stimmt. Ah, okay, das ist kaputt. Zusammenstoß unserer Waffen. Ich wünschte, ich wäre hier gewesen. Als kleiner Ausgleich. Das wünschte ich auch. Schon fett, ne? So, jetzt haben wir aber hier alles, ne? Ja, bis auf die Berserkerin oder Berserker. Jo. Dann haben wir Midgard auch erstmal fertig, ne? Und dann können wir nämlich jetzt nach Vanaheim. Geht's hier noch irgendwo? Ja, leben. Kommt. Emir, Odins Maske. Wie hat er überhaupt davon erfahren? Angeblich sprach eines Nachts eine Stimme zu. Sagte, er solle die Maske holen und sein Schicksal selbst bestimmen. Ich halte das immer noch für Blödsinn. Odin betrank sich, redete sich ein, eine Holzmaske würde alle seine Probleme lösen und tingelte durch die Welten, bis er ein mysteriöses Ding fand, das irgendwie passte. Die Maske bewirkt vermutlich gar nichts. Ja. Vermutlich. Hoffentlich, ne? Ja gut, wir müssen ja nach Vanaheim, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Nach Freya.
Ja gut, hier haben wir noch die letzte Herausforderung. Oh, den Sniffer. Okay, ja, gehen wir mal hin, ne? Achso, der Rahmenbaum. Warum haben wir dann eine Nebenquest? Vaters neuer Speer. Ist das einem Ring gefertigt? Draupnir, ja. Geschmiedet von den Huldu-Brüdern als Geschenk für Odin. Was tut er? Von Zeit zu Zeit erzeugt Draupnir identische Kopien von sich selbst. Sie dachten wohl, wenn ein goldener Ring ein gutes Geschenk ist, würden unendlich viele davon ihnen einen festen Platz in Odins Herz sichern. Tat es nicht. Nicht ansatzweise. Mhm. Moment, sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun, niemand anderer mehr sein. Was glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht, aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Das Vernichten der Raben befreit also irgendwie ihre Geister. Gut zu wissen. Frei. Tja, jedenfalls frei von Odins Kontrolle. Mhm. Wir sagen und erzählten, sodass deine Lügen funktionieren. Brave kleine Raben, und spionieren. Okay. Die Rüstung an sich ist gar nicht so schlecht, ne? Aber Heilungserhöhung plus 30%, okay, krass. Gut, dann haben wir das hier auch erstmal erledigt. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Bisschen, ne? Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Aha. Das ist ja cool. Ja gut, ne? Aber für uns uninteressant. Ne, ich bin ja ein alter Profi, ne? So, dann haben wir das auch. Und dann. Wir reisen nach Vanaheim. Gut. Werden wir noch Freya sehen? Ja. Schön, dass ich mitkommen kann. Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich hab Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt, aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen.
Ja gut, ne? Wow, es ist wunderschön. Und, nass? Es ist auch gefährlich. Gefährlicher als Hehl? Was ist das? Eine Art Altar? Ich weiß es nicht. Naja, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.